So, hallo! Und zwar willkommen zu The Forest. Anfängertipps und ein paar, sag ich mal, Geheimnisse und fortgeschrittenen Tricks, die ihr vielleicht noch nicht wusstet oder wusstet. Ja, wir fliegen kurz auf die Insel und dann kann ich auch loslegen. Ganz kurz, für den, der diese Tipps kennt, wird das natürlich nichts Neues sein. Allerdings, da auch im offiziellen deutschen Forum sehr oft danach gefragt wird. Einfach mal, das kommt hier. Vielleicht findet ihr es ja interessant. Ansonsten halt nicht. So. Dauert gerade ein bisschen. Und zwar habe ich vor, einen sehr guten, leichten Start zu zeigen, mit dem man dann auch später gut überleben kann. Ja, also der erste Tipp, den ich ganz klar sagen kann, ist, nehmt alles mit, was im Flugzeug rumliegt, also auch alles Essen und vor allem den ganzen Alkohol, den ganzen Booze, heißt er ja. So, auf den Sitzen liegt auch noch was. Die Achse natürlich, ja, die kommt man nicht vorbei. Gut, ein kleiner Tipp, damit ihr nicht durcheinander kommt. Alles bis auf die Blueberries, alle Büsche einfach zerstören, da könnt ihr dann eben nicht zufälligerweise die falschen Berries essen und eben dann nicht sterben. So, das erste, was ihr für einen guten Start tun solltet, ist die Koffer rund ums Flugzeug zu öffnen. Das hat den Vorteil, weil da sehr viel Sachen drin ist, die man später auch braucht zum Craften. Außer Tennisbälle. Die braucht nur der Teufel, um dich zu nerven. So. Was man nicht vergessen sollte, weil es eine Erleichterung ist, sind die beiden Circuit Boards, also die Steuermodule. Und hier sehen wir auch gleich das nächste, was man machen sollte. Sobald ihr irgendwo Lizards seht, also so kleine Eidechsen, schlagen, töten. Kleiner Tipp. Der Skin draufdrücken gibt Armor, das heißt eigentlich einen zweiten Lebensbalken. Dann natürlich alles immer einsammeln, da ist wieder ein Lizard. Also wirklich alle Lizards mitnehmen, bis man halt voll Armor hat, auch wenn man das Fleisch selber nicht mitnehmen kann. Die Armor hat mir schon oft mein Leben gerettet. Am Anfang könnt ihr gern auch Müsli-Riegel essen, wenn ihr Hunger habt noch. Genau, so. Der nächste Tipp ist, sucht euch einen Platz. Ich mache das am liebsten immer am Strand, weil da ist man von einer Seite wenigstens abgeschirmt. So, kleiner Tipp für den Strand. Nehmt euch einen Stick und stecht in den Boden. Geht ein paar Schritte. Man kann hier Coins finden. Zwar viele Rocks, aber die braucht man nicht. Aber man kann hier Coins finden. Am Anfang braucht ihr ein paar Coins halt, damit ihr Bomben machen könnt. Bomben macht ihr wie folgt. Und zwar die Coins, Alkohol und ein Steuermodul. Und dann hast du eben so eine improvisierte Bombe. Was das Schicke an der Bombe ist, zeige ich euch gleich. Ich würde die nicht gegen Einheimische benutzen, sondern ich würde die folgendermaßen benutzen. Knacks! Das fällt dir einfach mal instant die Bäume. Und das nicht wenige. Das heißt, du hast sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Holz am Start. Knack! Das waren jetzt 6 oder 7 Bäume instant. Also richtig klasse. Dann das nächste, bevor die Wilden dann auch sehr aggressiv werden, craftet euch Molotov Cocktails. Molotov Cocktails sind, zumindest in der Vanilla-Version, eine wahnsinnig starke Waffe. Einfach Alkohol und Cloth nehmen und dann craftet ihr euch halt mal so, keine Ahnung, 3 Stück.
die müssen reichen, da könnt ihr schnell drauf zugreifen und das passt dann. So, hier will ich eigentlich gleich sofort mein Lager aufbauen. Wie ich das mache, wenn ihr es sicher haben wollt, baut keine Log Cabin erstmal, sondern baut wirklich Custom und nehmt erstmal Basic Walls und baut damit folgende Figur noch. Das ist oft ein bisschen blöd, aber es braucht wesentlich weniger Materialien. Das ist mal das erste. Und sich vielleicht, das habe ich jetzt verkackt. Nein, die baut er heute einfach nicht. So. Und hier noch. Und hier noch. Nein. Hier. Und. Map. Hier noch. So ein kleines Kreuz baut euch. Mit vorne dem. Natürlich hier den Eingang. Ja, wir haben ja mit unseren Bombengradbäumen gefällt, das heißt, wir können das ganz schnell aufbauen. Wirklich am Anfang ist wichtig, sofort eine vernünftige Behausung zu kriegen, also wo man sich auch sehr gut gegen diese blöden Kannibalen verteidigen kann. Natürlich kann man mittlerweile auch Vegan-Mode spielen. Allerdings, ja, ist es langweilig. Ist einfach langweilig, weil du hast nichts zu tun. Und ich bin einer, ich mag eigentlich die Mods nicht so. No More Birds hatte ich damals auch nur in der 002, weil man damit das Inventar noch am Speichern wieder reparieren konnte. Da das aber nicht mehr nötig ist, habe ich auch mittlerweile den No More Birds Mod nicht mehr drauf. Für mich hat sie die Mod-Geschichte mittlerweile erledigt. Ich will eben Forest so, wie es entwickelt wird, kennenlernen. Dafür habe ich auch bezahlt. Und später kann man noch immer Mods dazu machen, wenn man sagt, man hat irgendwann da das Verlangen, was zu ändern. Es gibt ja genügend Mods, auch Mods, wo man sich praktisch instant build hat und sich frei bewegen kann, in die Höhen bauen und so, aber das ist nicht meins. Ich spiele ja hier ein Survival Game, aber ich will keinen verurteilen, der sowas macht, weil es halt einfach Geschmackssache ist. So. Komm schon. Gut. Wir bauen hier gerade unser Lager. Haltet immer auch ein bisschen Ausschau nach den Eingeborenen. Die wollen euch die ersten 5 Minuten vielleicht nicht an den Kragen, aber dann wollen sie euch essen. Und zwar so richtig verknusern. Schön über den Feuer rösten. Zwar nicht abschmecken, vielleicht ein paar Beeren. Ich weiß ja nicht, ob die manchmal sogar Beeren essen. Aber naja. Also wir bauen hier schön. Ich baue es eigentlich immer so. Später kann man ja, wenn man sich mal hier etabliert hat, ne, wenn man auch ein paar Effigies schon hat, dass man sich einfach sein Revier gesichert hat, dann kann man halt so richtig übers Bauen richten. Aber am Anfang würde ich das fast noch nicht empfehlen, weil es einfach zu früh ist. So, wenn ihr jetzt soweit seid, dass ihr Hunger kriegt, langsam wie ich, denkt bitte, wenn ihr Fleisch habt, ich habe zum Beispiel das Lizardfleisch, wenn ihr Fleisch habt, denkt dran, es braucht die Zeit zum Braten. Das heißt, schon ein bisschen vor dem, dass euer Hungergefühl endgültig wird, schon das Fleisch auf den Grill legen, beziehungsweise überhaupt ein Feuer bauen. Wenn ihr wirklich nur erstmal zum grundlegenden Essen für den Moment was braucht, dann baut einfach das ganz kleine Feuer,
Weil das braucht nur eine Ladung Sticks. Kann ich euch kurz zeigen. Ein paar Blätterchen. Gott, jetzt habe ich nicht genug Blätter, das ist natürlich peinlich. Man kann sich halt trotzdem sein Feuer brauchen. So. Hier liegt also die Lizard drauf. Jetzt warten wir, bis die fertig ist. Vergiss das Nachschmeißen nicht, dass es auch weiter brennt. Sobald es regnet, geht das Feuer auch schneller aus. Sobald ihr gegessen habt. Nein. Ja. Wunderbar. War knapp, wie es ging. So. Volle Stamina habe ich, volles Leben und volle Hungeranzeige. Das reicht wieder. Das reicht bis zum Ende der Bauphase des ersten Shelters. Oh hi, grüß dich. So, hier kommen unsere Molotovs zum Einsatz. Kleiner Tipp, ich weiß nicht, das ist halt ein Glitch, aber ich nutze den zurzeit eigentlich schon, wenn ihr den letzten Molotov habt. Also erstens springt bitte mit den Molotovs nicht ins Wasser und schmeißt den letzten Molotov weg. Aua, das war jetzt richtig, richtig dumm. Wie man auch sieht, Molotovs nehmen erstmal auch, also auch Feuer nimmt erstmal nur Armer und dann erst das Leben. Das ist natürlich sehr angenehm, weswegen man auch immer Arme dabei haben soll, weil ins Feuer stoppt man öfters. So, wenn ihr jetzt in der Lage seid wie ich, dass ihr keine Molotovs habt, craftet euch einfach wieder welche. Nach der ersten Welle einfach kurz einen craften und dann schnell das Shelter fertig bauen. So, also ihr seht, wie weit ich mit meinen durch Bomben gefällten Bäumen schon gebaut habe. Also wirklich, wirklich, wirklich weit eigentlich. So, das nächste beim Baumfällen würde ich immer so machen, dass ihr erst die Bäume fällt, so 2-3 Stück, und dann erst die Stämme hinzubringt. Dann, was ich zwar noch nicht bestätigen kann, weil es sich noch nicht bewiesen hat, wenn ihr zu eurem Shelter schaut, während ihr die Bäume fällt, dann fallen die meines Erachtens öfters, aber halt nicht immer, also in Richtung des Shelters. Also ich kann es nicht beweisen, ich habe so die Vermutung. Ja, und jetzt hacken wir halt ein bisschen rum. Kleiner Tipp, es gibt noch Steuermodule außerhalb des Plane Crash Geländes in einer Höhle, in der Spinnenhöhle. Genau. Auch wieder 2 Stück. Das heißt, man hat 4 Bomben. Das heißt, man kann sich nochmal schnell ein zweites Shelter bauen. So. Falls ihr übrigens nochmal die neuen Patch Notes sehen wollt, geht einfach auf den Kanal und da ist noch ein Patch Review Video von 003 online. Könnt ihr euch gerne ansehen. So, sind wir eigentlich dann auch gleich fertig mit dem Shelter, dann zeige ich euch, was man noch braucht. So. Also hier sieht man, ich habe jetzt nur noch 3 Wände zu bauen, dann bin ich mit meinem Shelter absolut durch. Wenn ihr Low Stamina seid, geht einfach mal langsam. Es fühlt sich relativ schnell wieder auf. Sobald ihr die maximale Stamina nur noch auf keine Ahnung, so halb habt, würde ich einfach eine Soda trinken, weil für was ist sie denn sonst da, ne? So, also wie gesagt, immer schön. Ah ja, seitlich rennt ihr übrigens schneller.
könnt ihr euch auch merken, also immer ein bisschen diagonal gehen. Da geht das Ganze schneller. Nur wieder eine Soda trinken, beziehungsweise die Hungerleiste könnt ihr teilweise sehr schnell wieder mit den... Oh, guck mal, eine Turtle. Ich fäll jetzt lieber mal den Baum. Nee. Turtles kann man leider noch nicht essen. Bin mal gespannt, wann das kommt. Ja, das ist jetzt die dritte Version, beziehungsweise die dreieinhalbte Version. Und naja. Passt schon so. Dum, dum, dum. Am Anfang, wenn ihr das Shelter, das ich jetzt baue, baut, da könnt ihr eigentlich auch ein ganzes Spiel lang drin bleiben, weil es reicht. Weil es einfach reicht. So. So. Du noch und du noch. Ja. Ich glaube, ich mache das Video eigentlich nur, weil es im öffentlichen offiziellen Forum survivetheforestforum.de halt öfters schon die oder ziemlich oft die Frage gegeben hat, wie überlebe ich die ersten Tage, wie baue ich mein Shelter am schnellsten, am besten. Man könnte sich natürlich jetzt ein kleines Shelter kaufen, allerdings passt da die Vorrichtung, die ich jetzt noch dafür vorgesehen habe, nicht rein. So mache ich aus diesem kleinen Shelter dann eine nochmal Todesfalle für die bösen Kannibalen. So, auf jeden Fall noch Sticks jetzt sammeln und Blätter, dass wir gleich den Unterschlupf bauen können. So, wenn es nur für Speichern ist, nicht für einen anderen Zweck, baut euch einfach ein Temporary Shelter. Das reicht dicke. So. Dun dun dun. Ah, jetzt habe ich giftige Beeren gegessen. Das sollte man tunlichst vermeiden. Das passiert eben, wenn man es nicht, so wie ich jetzt gerade, regelmäßig zurückhaut, die Büsche. So. Jetzt sind wir bald so weit, dass wir jetzt die Schalter auf jeden Fall bald haben. Ich brauche noch Blätter, verdammte Axt. Schon ganz schön dunkel hier. Leck mir am Popo. So, erster Speicherpunkt. Jetzt folgendes ist sehr gut machbar. So, in diesen Abständen hier Feuer platzieren. Das ist eben diese Art Todesfalle, die ich mir nicht überlegt habe, sondern das ist ja allgemein bekannt, dass die Jungs hier kein Feuer mögen. So, ich werde jetzt auch gleich mit dem Leiter geht's jetzt weiter. Ne, ich werde ja sammeln. Auf den Feuern, die ihr jetzt baut, könnt ihr ja automatisch jetzt auch schon Sachen grillen. Also das ist klar, das geht wunderbar. So, nur noch Rocks. Rocks brauchen wir für die Jungs hier viel zu häufig. Na. Jetzt hab ich mein Feuerzeug weggepackt, wie ein Bug, der halt mal auftreten kann.
oft auch auftritt. Ja. Oh, das war kein Stein. Sammelt euch auch auf jeden Fall Leaves ein, weil ohne Leaves kann man das vorher nicht anfangen, dann gehen die so schnell aus und das ist dann alles für den Arsch gewesen dann, wenn man es nicht anbringt. Feuer. So. Wie gesagt, ihr könnt euch einen Gefallen tun, wenn ihr die Feuer eben erst relativ spät baut, weil die Eingeborenen sehen natürlich Feuer weiter als alles andere. Sie mögen Feuer nicht. Selbst sie noch aggressiver werden, wenn ihr Feuer habt. So. Feuer. Mal. So. Jetzt haben wir schon ein Problem zum Beispiel. Ich werde jetzt ganz kurz mal den Typen hier in Stücke hacken. Und zwar ist es Nacht. Ihr seht nichts, habt aber Hunger. Ist schlecht, denkst du. Man muss einfach nur wissen, wo man was zu essen herkriegt und am besten, also ich bleibe immer sehr gern beim Plain ein bisschen, da ist nämlich kein Gras und da findet man oft einfach kein Nickel. Ah, jetzt habe ich wieder böse Bären gegessen. So, gehen wir wieder in Richtung Unterkunft. Legen wir das kein Nickel gleich. Ach, hallo. Seid ihr auch hier? Meine Wichsköpfe hier. So, ich scheue mich doch nicht. Ich leg gleich mal mein Grillfleisch auf der Platte sozusagen. Die sind eh alle gestorben am Molotow. Wo man nochmal gut sehen kann. Die Kraft des... Oh, groß verehrten Molotows, habe ich schon wieder eine böse Bäre erwischt. Ja, das passiert gerne mal. Aber so, habe ich alle Feuer an. Jetzt fache ich natürlich nochmal alle Feuer an. Gegessen habe ich. So, wenn ihr das gemacht habt, also wenn ihr die Feuer habt, die später auch als Verteidigung vor allem dienen sollen, fangen wir an mit den Effigies. Seit dem neuen Update gibt es ja auch sehr schöne, leicht zu bauende Effigies. Und zwar die Kopf-Effigies und die Arm-Effigies, die meiner Meinung nach die angenehmste Art von Effigies sind, weil ich zu nur ein zerstückelt habe, aber 7 Arme bekommen, das ist sinnvoll. Auf jeden Fall sinnvoll, sehr sinnvoll. Na egal. So. Je mehr Effigies, desto... Ja, was heißt sicherer? Ich meine, auch beim Effigy ist die Wirkung noch immer umstritten. Aber ich denke schon, dass sie helfen, sonst hätten sie nicht so viele verschiedene auch implementiert. Also, da muss schon irgendwas dran sein. Ja, am Anfang sind Rocks euer Problem. Das glaubt man immer nicht so, aber... tatsächlich so, dass man die Rocks halt am Anfang wahnsinnig braucht. So, gehen wir wieder zurück. Das Kanickel hätte ich mitnehmen sollen, aber egal. So. Dort FG gebaut, dort FG gebaut. Und ich brauche wieder Rocks. Ich baue immer großzügig FGs, weil ich habe einfach kein Bock auf diese blöden Kannibalen. Wenn ich die töten will, dann gehe ich sowieso zu ihnen in die Base und rotz die weg. So nervt es halt einfach nur. Aber
deswegen gibt's ja diese tolle Erfindung. Ich muss sagen, wenn man die dann mal gebaut hat, dann laufen zwar nur normale Patrouillen rum, aber an sich dann alles gegessen. Ich habe schon wieder falsche Beeren gegessen. Ich merke es mir einfach nicht. So. So, das letzte Effigy. Und schon haben wir hier unser... Wow. Ich will doch anfangen, ich will. Ich brauche doch ihre Liedmaßen gar nicht mehr. Habe ich gar keine Leaves mehr, lol. Ja, so geht's mir am Anfang leider immer. Ich habe irgendwie nie Leaves. Das ist Rocks und Leaves sind meine größten Probleme. Und Logs halt, aber Logs sind halt immer eine doofe Sache. So. Jetzt haben wir die noch um. Und dann... Ja, dann ist eigentlich so der Anfang von The Forest geschafft. Und die, dann habt ihr euch wirklich innerhalb von relativ kurzer Zeit eine gute Base aufgebaut, wo ihr dann auch weiterbauen könnt, wo ihr dann auch weitermachen könnt. Was ich euch nur wärmstens empfehlen kann, ist der Garden noch. Den werde ich euch noch kurz bauen. Den finde ich nämlich sehr gut. So, das verbraucht einfach nur zwei Logs und zwei Logs finde ich ist auch nicht übertrieben. Und gerade hier so am Strand, an diesem Strand, sind sehr viele Samen auch. Und wenn ihr dann Glück habt, bekommt ihr eine Blueberry. Und dann, ja, habt ihr eigentlich sehr viel zu essen auch immer. Dann halt ein paar, zwei, drei Gardens vielleicht noch. Um dann halt die Versorgung mit regelmäßig zu sichern. So, mit E einfach platzieren. Hier immer wieder die Feuer auffrischen, nicht vergessen. Immer wieder die Effigies neu anzünden. Oder auch nicht. Egal, jetzt habe ich schon wieder die bösen Beeren gegessen. Jetzt kotzt es mich schon. Die Effigies wollen gerade nicht mehr brennen, egal. Ja, und dann läuft das eigentlich. Ein kleiner, ja, ne Profi-Tipp, aber ein kleiner erweiterter Tipp ist natürlich die sogenannte Plattformbaumethode. Dazu muss ich erstmal schauen, so stehen die. Das heißt, ich muss die so drehen. Ach, das nervt mich immer ein bisschen. Das ist gut. Das muss nerven. Ah, so. Brand. Ja, wenn man ein bisschen hektisch ist wie ich gerade, weil ich halt nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen habe, dann nervt es ein bisschen. Aber nehmt euch Zeit dabei, weil jetzt ab jetzt habt ihr auch die Zeit. Sag ich mal, die kann man sich halt jetzt nehmen einfach, indem man einfach in die Base geht, weil wenn da welche reinkommen, dann immer einzeln, wenn sie nicht schon vorher verbrennen, und dann die einzelnen kann man eben mit der Axt recht leicht weghacken. Ja, ich baue jetzt noch eine Treppe, das geht eben mit den Plattformen und den Treppen. Kann man zwischendurch laufen. Mit den Plattformen und der Treppe kannst du hier so einen Stieg, so eine Stiege hoch machen, und dann eben zum Beispiel kann man dann und dann zum Beispiel hier noch anzubauen, um dann auch hier rauf zu gehen, weil Kannibalen haben Probleme mit den Höhen, zumindest wenn es um dein Shelter geht. So, genau. Und im Endeffekt, das war der Anfang. So überlebt man The Forest. Derweil noch.
man kann sich darauf verlassen eigentlich, dass es bald wieder schwerer wird. Genau. Und ihr seht es ja an der Videolänge. Ich werde nichts schneiden hier. Und ich habe nichts geschnitten. Und ihr seht es dann an der Videolänge. Es dauert nicht lange. Es dauert zumindest nicht so lange wie eine blöde Woodcabin, die einen dann nicht hundertprozentig schützt sogar. Weil bei mir sind da schon oft welche reingepackt, aber das ist ein bisschen blöd. Aber naja. Im Endeffekt soll jeder das bauen, was er bauen will. Wie gesagt, denkt dran, die Feuer zu refreshen und ein paar Effigies zu bauen. Ich habe bisher zwei Gruppen, keine beiden getroffen. Und alle beide habe ich mit Molotov-Cocktails locker wegbekommen. Und genau, das war's. Cool. Auf Wiedersehen.